Gut, Finkton, das Arbeiterviertel. Ach hey, da bin ich gespannt, wie das hier läuft. Dies, die goldene Sanduhr. Gut. Na? Die sehen nicht so glücklich aus. Oh, brauchen wir alles nicht. Gut, sehr schön. Ah, jetzt haben wir wieder ganz viele tolle neue Verbesserungen. So, was haben wir denn hier? Magazinvergrößerung beim Karabiner und Schadensboost. Gut, das Zeug nehme ich nicht her. Was haben wir da? Salvengeschütz, das nehmen wir ja gar nicht. Schrotflinte. Klingt gut. Schneller nachladen bei der Schrotflinte. Jupp, sehr gut. So, was ist das? Präzisionsgewehr nehmen wir nicht. Pistole. Oh, Magazinvergrößerung. Nee, hier. Reservemunition der Pistole um 50%. Cool. Die nehmen wir, das nehmen wir mit. Schön. So. So, was haben wir jetzt noch hier? Weniger Rückstoß, Präzisionsgewehr, nee, Karabiner, Magazinvergrößerung, das nehmen wir noch mit. Super. So, jetzt haben wir wieder richtig schön unsere Waffen verbessert. Wunderbar. So, was habe ich denn eigentlich mit? Ach ja, die Pistole, okay. Gut. Finkton Docks verlassen. Ja. Gehe nach Finkton und finde den Waffenschmied. Deine Zukunft ist Finkton. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Kaiserin von China wäre schon schön. So. Oh. So. Der Weg der Vox Populi. Daisy Fitzroy führt ihre verkommene Bande ins Verderben. Ende. Okay, ja gut, das war interessant. Was macht ihr hier? Okay. Gut, dann gucken wir mal weiter. Vielleicht schießen wir hier nicht gleich los. Aber wir müssen natürlich Sachen auch klauen. Ja, das hilft alles nichts. Weil Lootfinger und so, ihr wisst das ja. Gut, hier ist nichts. Warten die hier alle auf einen Job oder was ist denn da? Main Elevator to Finkton Proper. Okay, das ist der Hauptaufzug. Oh. No jobs today. Personalabteilung von Fink Industries. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finkton rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Ach, hey, die... Fink Industries stellt momentan nicht ein. Kommen Sie ein andermal wieder. Die will so gern arbeiten. Verzeihung, Sir. Aber es hat doch geheißen, hier gäbe es Arbeit. Meine Papiere sind alle in Ordnung. Kann schon sein, aber wir sind voll. Aber ich habe mein ganzes Geld für die Fahrt von Baxentown hierher ausgegeben. Nun, wir nehmen so viele drittklassige Tagelöhner, wie wir im Moment wollen, okay? Und wenn ich morgen wiederkomme? Momentan arbeiten Sie nicht für Mr. Fink. Sie können also gehen, wohin Sie wollen. Alter, wenn der für Mr. Fink arbeitet, dann ist er hier eingesperrt, oder wie? Ohne Waage. Bin ich froh, dass der dran ist. Hat er es wirklich satt, diesen Nichtsnutzen dauernd das Gleiche zu sagen? Oh nein, er hat nur noch eine Stunde. Zaubere wieder ein Lächeln ins Gesicht und begrüße die Zukunft von Fink Industries. Segne und beschütze sie. Was? Ich find's so cool, dass ich einfach den Schreibtisch durchsuchen kann, während der da dran sitzt. Oh. Oh, gut, Lockpick, sehr schön. Ein Voxophon, sehr schön. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht.
Ja, gut, okay. Wir werden gucken, dass wir hier reingehen. Diese Lockpicks, die sind echt leider ein bisschen Mangelware. Mach mal auf, bitte. Sieht einfach aus. So. Danke. So, den Schrank dazu. Oh, 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 Upgrade. Hier, neues Haltsensor. Super. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, könnte ich eigentlich dann auch mal wieder hier... Ja gut, das ist... Nee, das ist okay, das lassen wir. Aber hier die Krähe nehme ich so selten her. Da könnte ich jetzt eher wieder das Beherrschungstalent reinpacken. Weil da habe ich jetzt schon 3 Ladungen voll. Sehr schön. Was? Das hat sich auf jeden Fall schon ausgesetzt. Was haben wir da? Oh, Maschinengewehrmunition. Was ist denn das? Salvengeschütz. Moment, das muss ich mal kurz angucken. Alter, was ist denn das? Ja. Oh. Das ist jetzt natürlich doof. Ich wusste nicht, dass die nur... Zeig, was du kannst. Nix. Verdammt, ich wollte das nicht. Ich wollte das doch gar nicht. Hier, oh, danke. Kasse. Ich wollte die jetzt nicht alle verschrecken. Und ich wollte doch nur mal kurz... Ich finde das Ding nicht cool. Moment, wo ist meine alte Waffe wieder? So, nehmen wir das wieder. Und ich wollte die beiden eigentlich... Das war jetzt ein Versehen ein bisschen. Ne? Ist jetzt hier wieder... Oh, jetzt sind wieder alle weg. Ja, das war jetzt... Leute, jetzt stellt euch doch nicht so doof an. Ich habe doch nur ein bisschen herumgeballert. Ah, Haarnadel, bitte einmal aufmachen. Kannst du das öffnen? Wo bist du? Ah, da ist sie. Bitte. Danke. Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Oh, oh. So, einmal den da, einmal den da. So, Beherrschung, gut. Was haben wir da? Ach, da hätten wir jetzt ein bisschen nicht mal Scharfschützen. So, nochmal kurz Beherrschung. Komm her. Juhu, Salze, danke. So, komm, komm, komm. So, der ist tot. Okay. Heißt das schön, wenn die Pistole, die hat zu viel Munition jetzt. Was ist jetzt los? Oh, hi. Ist so ein Rauschebart einfach hinter mir auf einmal. Wo kommen die alle her? Oh, keine Salze mehr. Da. Sehr schön. Darf ja wohl nicht wahr sein. So ein Begrüßungskomitee, das gefällt mir gar nicht. So. Lockpicks, wunderbar. Der hat sich selbst gerichtet. Huh? Elizabeth, huh? Was los? Hm? Ah, das ist der Fink. Zeit ist Geld. Offensichtlich sein Motto oder so irgendwie. Na gut. Dann weiter runter. Da oben. Okay, da ist nix. Mal nochmal kurz durchgucken. Was haben wir da? Oh, ein Automat. Hier Schrank durchsuchen. Sehr schön. Alles mitnehmen. Wunderbar. Ich hab Geld gefunden. Oh, wo? Komm her. Ah, da bist du. Danke. Minuteman Armor. Genau, den mag ich ganz gerne. So, Schadensboost, nee, das nehmen wir alles nicht her. Hier, Präzisionsgewehr, Salvengeschütz, nee. Maschinengewehr, gut, Maschinengewehr könnten wir. Aber ich warte da jetzt nochmal kurz. Oh, was haben wir denn hier? Achso, es sind normale Salze. Der Waffenschmied Shen Lin. Kriegst du das auch? Achso. Wegen Kontakten zur gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. So, Elizabeth? Mal schauen. Gut, okay. Sehr schön. Jetzt haben wir den Safe auch aufgeknackt, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, aber da hat mein Lootfinger zugeschlagen. Was wollen Sie mit dem Ding hier haben? Einen Marienkäfer? Willst du mich blöd anreden, oder was?
Was ist mit dir los? Gut, da bekommen wir nur Munition beim Million-Dollar-Bill. Nur Dollar-Bill, nicht Million-Dollar-Bill, egal. So, da liegen Sachen rum, okay. Ah, da ist noch was zum Dazuholen. Schön. Aber wie großartig, dass das hier aussieht. Und hier Fink Manufacturing mit der Uhr. So. Ah, da lag Geld rum, okay. Was ist Unsinn? Das kannst du jetzt so nicht sagen, Mädel. Wenn die immer einfach irgendwas dazwischen quatscht, ja? Wo ich gar nicht weiß, in welche Richtung das jetzt geht. So, das wäre wahrscheinlich die andere Seite. Genau, bitte mach's mal kurz auf. Einfach nur, damit wir es öffnen. Ja, nur damit es offen ist. Damit die auch ein bisschen trainiert. Danke, hast du gut gemacht. So, und das wäre jetzt die andere Seite runter, ne? Gut, dann gucken wir weiter. Weißt du, wie sogar der Serviceaufzug hier so richtig in einer riesengroßen Halle präsentiert wird? Eieiei, dieser Fink, der ist echt ein bisschen, ja, übertrieben. So, bitte aufmachen. Hol das Ding. So, gut. Lockpicks, wunderbar, was war da? Geld. So, einmal kurz den Aufzug holen. Zack. Booker, da ist Slates Schrank. Oh. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Es ist Ihr Zuhause. Wer will Sie sonst schützen? Ein Voxophon. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Okay. So, komm einmal kurz den Knopf drücken. Dann schauen wir mal, wo wir da jetzt hinkommen. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Okay. Oh, ans Telefon gehen? Oh oh. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Frage ich mich auch. Der ist ja merkwürdig erfreut, sie kennenzulernen. Oh, ihre Kleidung ist ja zerrissen. Was ist denn da los? Schätze, was ist da mit deiner Kleidung passiert? Tja, der Mann hat ein Ego. Wie alle hier in Columbia. Ja, ist eh nur aus Gold, die Statue. Ach ja je, ach ja je, ach ja je. Wo werden wir hier jetzt wieder hinkommen? Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind?
Ich sag euch was. Ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Wie gütig der doch ist. Okay. Ich fühle mich äußerst unwohl hier. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Das ist ja nett. Nehmen wir natürlich alles mit. Was will Mr. Fink von uns? Ein Revolver. Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Revolver wäre schon cool. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Was ist denn jetzt los? Nur weil ich einmal kurz geschossen habe, Leute. Ich fahre jetzt wieder hoch. Komm. Komm, wir fahren wieder hoch. Das ist mir zu blöd. Einige fragen mich. Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur ja. im firmeneigenen Laden sind? Das weiß ich auch nicht. In irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Ja, das freut mich sehr. So, das ist so eine richtig, richtig schöne Wohnung, war das. Ja, jetzt müssen wir leider den ganzen Weg nochmal nach oben fahren. Das war jetzt vielleicht nicht so ideal. Aber hey, wir haben ja Zeit, ne? Läuft uns ja nichts davon. Jetzt kommt nochmal diese goldene Statue hier. Ta-da-da-da-da. Ja. Super. Das war, glaube ich, echt nicht so klug, hier nochmal hochzufahren. Naja. Die große Uhr. Es ist 2:30. Nicht ganz. Es ist bei uns schon 2:30. Aber ist egal. Hey. Ja. So. Und hier übrigens, ja, Hände und Füße weg von Maschinen, denn alles kostet Geld, ja. Und eure Hände und Füße sollten lieber bei euch bleiben, denn Stillstand einer Maschine kostet Geld. So, gut, also nochmal nach unten, danke. Hey, drücken. Einige sind unzufrieden mit ihrer Rolle hier bei Fink Industries. Ja. Das ist so ermutigend, Fink. Das ist so ermutigend. Hier macht er einfach die Sklavenarbeiter, ermutigt er weiterzuarbeiten. Ja, das ist schon bitter. So, und ich hoffe, dass sich die da unten jetzt beruhigt haben. Ich möchte da nicht gleich für Radau sorgen müssen. Das war ja keine Absicht, ja. Nur weil ich einmal kurz geschossen habe mit dem Revolver, den er mir angeboten hat. Okay, es ist immer noch Radau. Na toll. Oh, hi. Was für eine Freude. Ach, Gott. Na komm, komm. Was ist denn? So, komm, einmal. Ernsthaft. Weißt du, ich wollte das eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich das gar nicht. So, haben wir es jetzt, Leute. Haben wir es jetzt. Soll ich den Revolver? Nee, komm, ich bleib da bei der Pistole. Ach, hey. Employment, Graveler, Coal Bearer. Ach, hey, okay, hier gibt es ganz viele Jobs, die man machen kann hier. Bei Fink Industries. Fink Manufacturing, sorry. Ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind.
Was quält ihr euch, frage ich? Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und warum solltet ihr das wollen? Wer will schon all die Verantwortung und Sorgen? Macht schön eure Arbeit, esst euer Essen und geht schlafen. Einfachheit ist Schönheit. Ja, das ist toll. So, gut. Bitte einmal aufsperren, Elisabeth, wo du auf immer bist. Ah, da bist du. Hi. Das kriege ich hin.